Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Master Plan. Willkommen in dieser Lektion, wo es um einen Beispielsong namens In the Rain geht. Und zwar geht es hier in dieser Lektion um den Rhythmuspart. Das Ganze ist relativ einfach gehalten, nicht ganz so einfach, aber ist auf jeden Fall für Gitarrenanfänger bzw. leicht Fortgeschrittene. Du brauchst Power Chords, hier und da so ein paar Arpeggios, die wir als Akkord spielen, sprich, dass die Töne ein bisschen ineinander klingen, sodass du einmal einen Clean-Part hast und einmal einen verzerrten Part. Ich spiele das Ganze zunächst erstmal vor und dann zoome ich nochmal rein, gebe ich dir hinterher ein paar Hinweise und spiele das Ganze nochmal langsam vor, erkläre dir, wie du was greifen musst. Okay, los geht's! Okay, los geht's mit Part 1, der auch mit einem Clean Sound gespielt wird. Und hier brauchst du zunächst erstmal einen B-Power Chord, also einen H-Power Chord, also sprich in der zweiten Lage. Hier in diesem Fall empfehle ich dir auch die Quinte, also in dem Fall den vierten Bund auf der D-Seite mit dem kleinen Finger zu spielen. Das macht das ganze Umgreifen hier in dem Fall etwas praktischer und du kannst auch die ganze Zeit den kleinen Finger nämlich auf dem vierten Bund hier auf der D-Seite lassen, auf dem Fis. Ich spiele das Ganze mal vor. Hier findest du übrigens einfach nur Wechselschlag mit deiner Schlaghand. Hier ist wichtig, ja, dass du den kleinen Finger so greifst, dass du mehr oder weniger von oben greifst, sprich, dass du hier eine gerade Linie machst. Ich zeige es mal von der Seite. Also sprich nicht so, sondern versuchst das Ganze ein bisschen horizontal zu legen, sodass die G-Seite nicht gestoppt wird, sondern klingen kann. Dann nimmst du einfach deinen ersten Finger weg. Picking-Muster bleibt das gleiche. Jetzt brauchst du den dritten Bund auf der tiefen E-Seite mit deinem zweiten Finger. Wenn du diesen Ton kreist, dämpfst du auch gleichzeitig die A-Seite mit ab. Er ist ja vorgespielt. Wenn du den hier drauflegst, wird gleichzeitig die A-Seite abgedämpft. Dann brauchen wir noch die Leerseite, die E-Seite als Leerseite gespielt. Und danach der dritte Bund auf der A-Seite, hier das C. Und dort legst du deinen zweiten Finger drauf. Und zwar so, dass du die tiefe E-Seite gleich mit abdämpfst. Also sprich, du legst sie nicht so drauf, sondern etwas weiter mittig kreist du praktisch mit dem Finger, sodass du hier noch gleich die tiefe E-Seite mit abdämpfst, die ja vorher als Leerseite spielst. Spiel das nochmal. Was du auch tun kannst, die ganze Zeit, wenn du das Ganze auf der A-Seite spielst, dass du deinen zweiten Finger nimmst und ihn auf die E-Seite legst, auf die tiefe E-Seite, um die Seite abzudämpfen, solange du nicht auf diese Seite spielst. Musst du allerdings nicht am Anfang machen, ist auch ein bisschen schwieriger. Und was ich dir empfehle für diesen Part, wärme dich hier auf jeden Fall sehr gut auf, besonders deine Greifhand,
weil hier diesen Stretch und allgemein dieses Greifen hier dann auch mit den kleinen Fingern dann so zu spielen, dass man die G-Seite so noch hören kann, dass sie ordentlich klingt und nicht unbedingt allzu sehr schart, geht wirklich sehr stark auf dein Handgelenk. Wirst du auch merken, wenn du es ein bisschen länger kreist. Sobald du Schmerzen hast, höre damit am besten auf, pausiere ganz kurz und übe dann weiter, so dass du auch das Ganze schmerzfrei üben kannst und du hier keine Sehnscheidentzündung oder sonst irgendwas an sonstigen Entzündungen bekommen kannst. Gut, dann geht es weiter mit dem Rhythmuspart und zwar mit dem verzerrten Rhythmuspart. Ich habe gerade mal den Sound gewechselt. Auch hier brauchen wir wieder den B-Power Chord. In dem Fall auch wieder empfehle ich dir, das Ganze mit deinem vierten Finger zu spielen, weil wenn wir den B-Power Chord spielen, spielen wir nämlich den G-Power Chord mit dem B in der Bassnote. Ja, also diesen leicht disharmonischen Klang, der aber ziemlich cool klingt und das Ganze ein bisschen spannungsvoller wirken lässt und dramatischer. Den E-Power Chord allerdings mit dem B im Basston. Damit greifst du einfach mit deinem ersten Finger das Ganze hier Barré oder mehr oder weniger ein Mini-Barré. Ich spiele den G-Power Chord immer mit meinem zweiten Finger, dann spiele ich die Bassnote und den restlichen Teil hier oben, der zu greifen ist, wo keine Leerseiten gespielt werden, ist einmal hier das D und einmal das G, spiele ich mit meinem Ringfinger, mit meinem dritten Finger. Allerdings kannst du das Ganze auch mit deinem dritten Finger, mit deinem vierten Finger spielen. Also so, dass du mit deinem dritten Finger den dritten Bund auf der B-Seite spielst, das ist ein D. Und das G spielst du mit deinem vierten Finger auf der hohen E-Seite. Ja, jetzt auch mal noch, für mich ist das bequemer. Viele Wege führen nach oben, probier beides mal aus, je nachdem, was für dich bequemer und auch schneller und einfacher zu greifen ist. Bleib auch mit dem A-Power Chord. Das spielen wir hier. Einmal ein D und dieses 2. Das heißt, der letzte einfach, du lässt den A-Power Chord so gespielt, beziehungsweise deinen ersten Finger lässt du einfach so im Griff, wenn du den A-Power Chord spielst, dämpfst das Ganze die Seiten mit deiner Schlaghand ab, greifst dann mit deinem dritten Finger, mit deinem Ringfinger, den dritten Bund auf der B-Seite, das ist das D, und spielst in dem Fall nur die G-Seite an und die B-Seite. Dann lässt du deinen Ringfinger weg, sodass du den zweiten Bund auf der G-Seite und auf der B-Seite spielst. Dann kommt wieder das A. Entschuldigung, dann greifst du mit deinem ersten Finger das B. Dann kommt so ein kleiner Single-Note-Lauf. Auch hier Rolling-Technik verwenden. Mit dem ersten Finger greifst du einmal den zweiten Bund auf der D-Seite, das ist das E. Dann rollst du ihn nach unten, um das B zu spielen auf der R-Seite. Nochmal das G und das A. Und dann zum Schluss Face Power Chord, A Power Chord, B Power Chord und Schluss. Ich spiele es nochmal langsam vor. Hier kannst du schon, wenn du den A-Power Chord spielst, mehr oder weniger deine Finger so legen, dass sie bereit sind, den G-Power Chord zu spielen.
Ups. Ups. So, kleines Vibrato reinmachen. Okay, das war der Rhythmuspart zu In The Rain. Die Videounterlagen findest du wie immer kostenlos unter diesem Video. Dort findest du einen Link, da kannst du dir die Videounterlagen herunterladen. Oder wenn du auf YouTube bist, dann findest du in der Videobeschreibung einen Link. Dort kommst du auf unseren Blog, wo du dir dann die Videounterlagen kostenlos herunterladen kannst. Da sind einmal die Backing Tracks mit dabei und auch eine PDF-Datei, wo du die Tabs nachsehen kannst. Super, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video auch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, sodass du immer über die neuesten Videos benachrichtigt wirst. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zum Thema E-Gitarre lernen oder auch zu dieser Lektion, dann lass uns wissen, schreib uns unten einen Kommentar. Und sonst wünsche ich dir mega viel Spaß und Erfolg beim E-Gitarre lernen. Wir sehen uns bei der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!